Willkommen, Verteidiger der Menschheit, zu einem großartigen neuen Projekt. Es ist endlich soweit. Halo bekommt einen wohlverdienten Platz in meiner Projekteliste. Da ich persönlich ein sehr großer Halo-Fan bin, ist es mir dementsprechend auch ein sehr großes Anliegen, diese legendäre Spieleserie mit euch Stück für Stück zu erkunden. Beziehungsweise durchzuspielen. Ich werde dabei so gut es geht auf Handlung, Geschichte, Charaktere und Spezies eingehen. Ebenso werde ich alle Teile chronologisch durchgehen, um eine gewisse Verwirrung von der Zeitlinie zu vermeiden. Ihr habt richtig gehört, ich werde alle Halo-Teile let's playen. Ja. Aber bevor es weitergeht, möchte ich einen besonderen Dank gegenüber Glücki aka Glückstreffer aussprechen, der mir dieses Spiel als Steam-Geschenk überreicht hat. Fettes Lob an der Stelle, tausend Dank, finde ich richtig geil. Super. Und ja, da wir chronologisch vorgehen wollen, müssen wir logischerweise mit Halo Reach anfangen, da dies vor dem ersten Halo-Teil spielt. Ich bin mir sicher, ich habe ein paar Exemplare dabei, die damals den ersten Teil auf der ersten Xbox gespielt haben. Ist ja erst schon ein bisschen länger her. Also ich, mit meinen 34 Jahren, habe ihn auf jeden Fall auf der ersten Xbox gespielt und ja, ich habe mich wirklich in dieses Halo-Universum verliebt. Ebenso wurde ich, seit ich diese Musik wieder höre, wirklich in diese Xbox-Zeiten wieder zurückversetzt. Nee, habe ich wirklich wunderbare Erinnerungen dran, ganz ehrlich. Ja, und diese wunderbare Musik, muss ich ja auch nochmal erwähnen, stammt von Martin O'Donnell und Michael Salvatori. Und das sind wirklich wunderbare Komponisten und ich glaube, wenn die so einen geilen Soundtrack nicht für Halo entworfen hätten, dann wäre Halo nur halb so schön, meiner Meinung nach. Aber sie hatten auch berühmte Gastbands dabei. Das war Incubus, Breaking Benjamin, Nile Rodgers war dabei. Irgendwo eine war noch dabei, das habe ich jetzt aber vergessen. Ja. Und ja, die haben da wirklich großartig mitgewirkt. Ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig auf dieses Projekt und ich hoffe, ihr seid auch Feuer und Flamme. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe das, um mal wieder so ein bisschen reinzukommen. Halo Reach habe ich damals auf der Xbox 360 durchgezockt, ist aber auch schon sehr lange her. Und ja, nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier mit Halo Reach anfangen. Danach kommt Halo CE. CE steht für Combat Evolved. Und ja, danach kommt Halo 2, Halo 3, Halo 3 UDST und Halo 4. Die Teile muss ich mir allerdings noch holen. Ja, fangen wir also mit Halo Reach an. Ich freue mich drauf. So, Schnellstart, legendär, ja. Ihre Gegner sind Ihnen zahlenmäßig haushoch überlegen und jagen Sie unerbittlich. Können Sie dieses Schlachthaus überleben? Ich werde es probieren. So. Gestern um 2600 ist jeglicher Kontakt zum Visegrad-Relais abgebrochen. Ich habe Trupps geschickt,
die seitdem vermisst werden. Und jetzt schicken sie uns. Der militärische Nachrichtendienst hält den Einsatz eines Spartan-Teams für eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Ich aber nicht. Commander? Das ist also die neue Nummer 6. Cat, kennst du seine Akte? Nur das, was nicht geschwärzt war. Hat sich schon jemand bekannt, Sir? Der MND hält es für lokale Aufstände. Vor 5 Monaten haben sie auf Harmony ein Relais beschossen, um unsere Augen und Ohren auszuschalten. Und dann 2 Frachter geklaut. Das darf hier nicht passieren. Reach ist zu wertvoll. Reparieren Sie das Relais, Noble 1. Sir, so gut wie erledigt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Holland aus. Lieutenant. Commander, Sir. Ich bin Carter, der Chef des Noble-Teams. Kat ist die 2, Emil und George 4 und 5. 6, Sie kommen bei mir mit. Um ehrlich zu sein, Sie treten in Fußstapfen, Lieutenant, die der Rest des Trupps lieber unberührt lassen würde. Ich bin einfach froh, Noble wieder komplett zu haben. Eins noch, ich kenne Ihre Akte, auch das vom MND zensierte. Ihre Fähigkeiten werden uns sicher nützen. Aber wir sind ein Team. Also, keine Einzelaktionen mehr. Klar? Verstanden, Sir. Willkommen auf Reach. Aufgepasst, Noble-Team. Es geht um eine defekte Relaisstation, 50 Kilometer von Visegrad entfernt. Und dann wird Cat sie reparieren. Kann's kaum erwarten, Commander. Sir, warum sollten Rebellen Reach kommunikationsfähig machen wollen? Vielleicht kannst du ja fragen, George. Commander, kein Signal zum Hauptquartier mehr. Alternative Kanäle? Suche? Nada. Irgendetwas blockiert uns. Ihr habt's gehört. Funkloch bestätigt. Das wird ein Ausflug ohne Kommando. Ich bin jetzt schon einsam. Abschlussversuche wahrscheinlich. Bleibt auf Distanz. Ja, Sir. Bleibt konzentriert. Achtet auf eure Sektoren. Da ist die Kommunikationsstation. Notrufsignal empfangen. Das kommt vielleicht von den vermissten Soldaten. Setzen Sie uns dort ab. Behalte den Himmel im Auge, Sir. Los geht's, Sex. Okay, Noble Team, ausschwärmen. Ihr rückt nach und passt auf. Wunderschön. Da werden Erinnerungen wach. Gebäude 3-4. Sieht von hier frei aus. Notruf kommt aus dem Süden, Commander. Wir sind nah dran. Roger. Augen auf. Ja, aber ich möchte mich hier allerdings noch ein bisschen umschauen. Dass hier vielleicht auch noch irgendwas zu entdecken gibt. Signal gefunden. Identifizierbar? Negativ. Aber militärisch. Wo sind dann die Soldaten? Warum sehen wir keine Sprengstoffrückstände? Noble 3, irgendwelche Rückstände im Gebiet? Negativ, Sir. Plasma vielleicht? Unmöglich. Nicht auf Reach.
Da ist Blut. Und nicht wenig. Okay, Noble, hier ist wohl nichts. Weiter geht's. Was ist das eigentlich? Drauf beim nächsten Gebäude, Boss. Das sehen wir uns näher an. Noble Team, Angriffsgenehmigung erteilt. Aber passt auf, wir müssen uns ja nicht groß ankündigen. Diese einheimischen Wesen, da habe ich den Namen leider vergessen. Da müsste ich selber erstmal nachschauen. Also Reach ist wirklich militärisch und strategisch gesehen der wichtigste Planet neben der Erde. Millionen von Einwohnern. Also da ist es wohl verständlich, dass die hier etwas empfindlich und skeptisch sind, wenn hier etwas Ungewöhnliches passiert. Aber trotzdem wunderschön gemacht. Da oben kreist June. Ach, das ist ja geil. Bereich für 90 Grad Kalibration. Ja. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Okay, finde ich geil. Gefällt mir. So kann ich aber nur ranzoomen, ist halt nur mein Fernglas quasi. Schießen kann ich damit nicht. Geh ins Haus. Aber leise. Ich bin direkt hinter dir. Hier verläuft das allerdings anders. Hier kann ich ranzoomen und schießen. Noble 1, Hitzesignale im Gebäude voraus. Wie nimmst du das? Bewegung! Auf die Knie! Los! Das sind keine Rebellen, das sind Bauern. Das sieht man doch. Frag sie, was sie hier machen. Mit Kräfte geht. McNamara Kartuk mit Honley. Verstecken, Sir. Tegnab Adya, Assum sie dort Isha Jordadjad. She called us as. Die Nachbarn wurden letzte Nacht angegriffen. Er hörte Schreie, Schüsse. Gegen Morgen war es vorbei. Er sagt, etwas hätte seinen Sohn getötet. Etwas? Commander, empfange Hitzesignale im Gebäude unmittelbar östlich ihrer Position. Over. Verstanden. Bringt sie wieder rein. Asmantam Beverly, Gerrick. Ja. Was hat es damit auf sich? Noble Team, im Laufschritt. Das kann ich. Also wenn ich im Übrigen Tab drücke, dann habe ich hier auch noch eine schöne Übersicht über meine Ausrüstung. Derzeit das M37 Sturmgewehr, hohe Feuergeschwindigkeit, geben Sie auf größere Distanzen kurze kontrollierte Schüsse ab und Sprinten erhöht Laufgeschwindigkeit, wenn aktiviert. Ah, Ziele! Das ist sehr gut. M6G Magnum, zweifacher Zoom, Kopfschusswaffe. Genauigkeit hängt stark von Feuergeschwindigkeit ab. Verdammt. Commander, was haben Sie vorgefunden? Over. Militärverluste. Zwei der vermissten Soldaten. Sie wurden anscheinend verhört. Sieht schlimm aus. In der Tat. Ja. Ah, Feindsignaturen. Ich seh's. Was war das denn? June, siehst du irgendwas? Negativ. Nichts auf dem Wärmebild. Das können wir ändern, oder? Vorrücken, Noble 2. Wir werden flankiert. Hä? Verflucht, Allianz! Da! Angriff, Angriff! Jetzt geht's los. Das war jetzt zum Beispiel ein Schakal. Auch Kigia genannt. Oh, Alter, der Schaden. Bilden die zweitunterste Kaste, beziehungsweise Klasse. Und die unterste Kaste sind hier die Grunts. Beziehungsweise Ungoy. Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Ungoy oder Angoy, keine Ahnung. Weiter abknallen, ja. Das kann ich ganz gut. Ich glaube, was er da fliegt, ist eine Hornet, aber...
Bin ich gerade unsicher. Ich glaube, es ist eine Hornet. Nee, die sind irgendwie unter uns, glaube ich. Ja, Emil, komm, ab! Haut rein, wir bekommen Gesellschaft. Das ist doch gut. Ziele gesichtet. Erstmal eine Granate. Banshees! Achtung, Charlie 1! Banshees sind nicht gut. Banshees sind quasi die Jagdflieger der Covenant, beziehungsweise Allianz. Ja! Die sind widerlich. Ja. Ich hab's gemerkt. Auf Legendär kann ich nicht einfach so vorpreschen, weil der Schaden ist immens. Da muss ich wirklich taktisch und behutsam vorgehen. Sonst bin ich nämlich schneller tot, als ich gucken kann. Aber er macht sie wirklich gut zunichte da oben. Sehr schönes Ding. Oh, der ist gut geflogen. Erstmal Medipack. Kontrollpunkt. Die alles okay. Kontrollpunkte sind zum Glück sehr fair gesetzt in diesem Spiel. Hatten die nicht mal andere Stimmen? Global 1, feindliche Landungsschiffe. Falcon kommt zur Unterstützung. Ah, ein Falcon ist das, okay. Falcon, nicht Hornet. Ne, Hornet waren nochmal andere. Die sahen so ähnlich aus. Das ist ein Falcon. Okay, ja. Hatte der eine nicht irgendwie einen Nadelwerfer? Finde ich eigentlich relativ geil. Seine Drecksau will wegrennen. Was? Kleine Drecksau? So nicht. Ne, 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 ne. Der ist getroffen. In der Tat. So. Einzeln sind die nicht so gefährlich. Ist so ähnlich wie bei Zombies, aber in der Masse echt widerlich. Da können die einen wirklich in die Enge treiben. Einfach durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit. Oh shit, ein Schuss nur noch. Aua, aua, aua. Ich stehe unter Beschuss. Ja, du bist mutig da oben. Oh, ich höre eine Shotgun. Ja. Feuer frei. Ah, das ist ein Nadelwerfer, das ist sehr gut. Ich liebe das Ding. Ja, T-33 GML Nadelwerfer. Mehrere Projektile in einem ungeschützten Ziel lösen eine Explosion aus. Das ist eine recht brutale Waffe. Oh, warte mal. Ja, das ist ein... Warte mal. Das machen wir gleich. Das ist nicht so schlimm. Ich wollte eh das Plasma... Ist das ein Plasmagewehr? Plasma-Repertierer. Repertierer, ja. T-51-DIRI. Sehr effektiv gegen geschützte Ziele. Geben Sie auf größere Distanzen kurze, kontrollierte Schüsse ab. Nutzen Sie Nachladen, um die Hitze abzulassen. Sehr gut. Kontakt neutralisiert. Kontakt. Das war die verdammte Allianz. Hier hinten ist noch mehr. Kopf hoch, Großer. Das ganze Tal ist jetzt freie Feuerzone. In der Tat. Ed, wir müssen Holland warnen. Du musst sofort zur Relaisstation. Boss, registriere mehr Aktivität im Osten. Verstanden, June. Kümmern uns drum. Sechs, du gehst vor. Das war so klar. Ja! So eine aufgeladene Plasmapistole ist widerlich für die Schilder. Ja, wir
Oh shit! Das sind die Elite. Sangheili gelandet. Neben einer gewissen anderen Klasse, die wir wahrscheinlich. Rasse, die wir später auch noch kennenlernen werden. Ist das. Sind das eine der stärksten. Boah, Rassen überhaupt? Und die Rüstung, also die Färbung der Rüstung, sagen auch etwas über das Rangsystem aus. Die Goldenen sind Generäle. Das sieht man auch unschwer an der goldenen Färbung ihrer Rüstung, an ihren besonders starken Schilden. Und ihren besonders durchschlagskräftigen Autsch-Autsch-Waffen. Puh, was hatte der eigentlich? Was war das? Sehe noch mehr feindliche Aktivität im Nordosten. Hey. Sechs und ich halten euch am Boden den Rücken frei. Treffpunkt bei der Station. Noble 3, brauche Lufttransport. Over. An die Arbeit, Noble. Schade. Das haben wir ganz gut gewuppt hier. Alright, weiter geht's. Achso, ich darf gar nicht mit. Zu mir. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Aber warum darf ich denn seine Waffe nicht haben? Das war eigentlich so ein Plasma-Granatwerfer oder wie auch immer Plasma-Werfer, ich weiß es nicht. So genau habe ich mir die ganzen. Ne, hat nicht genügend. Der hat mehr Muni drin. Mitkommen. Ich möchte hier noch gucken. Aber hier gibt es nichts mehr. Okay, scheiß drauf, weiter. Ah, der Truck. Ja, sehr geil. Das machen wir. Da ist ein Medipack. Dankeschön. Setz die Kiste in Bewegung. Ja. Wäre ganz gut. So, das ist auch wieder echt gewöhnungsbedürftig. Also, ich steuere hier nicht mit WASD, sondern mit der Maus. Das ist ganz anders als bei gewissen anderen Spielen. Seele. Okay. Ist hier vielleicht noch irgendwie was? Nee. Okay, Ziele. Ich stehe unter Beschuss. Den nehmen wir mit. Ich werde gerade erst warm. Sind einsatzbereit. Ja, dann lauf doch einfach. Da hinten ist jemand läufig. Aua, 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 aua. Ja. Ich schau mal, was hier ist. Ist das hier noch irgendwas Schönes versteckt hier? Oh, ich komme mit der Steuerung gerade noch nicht. Oh, leckt mich am Arsch. Ist hier vielleicht noch irgendwas Schönes versteckt? Ja, manchmal bringt es schon was, sich genau umzuschauen. So ein Warthog wäre mir jetzt wesentlich lieber. Ja, ich kann nicht auf alles Rücksicht nehmen. Sehr schön. Nicht wahr? Was ist noch ein anderer Schwack? Da ist noch was. Der hatte aber eine schöne Waffe. Warte mal, die will ich haben. Oder aus jedem Schuss das Beste raus. Ja. Da will ich mal ganz kurz. Oh, wo hat er die Waffe jetzt? Wo ist die jetzt hin? Oh, so weit gekullert. Genau. Es ist ein Nadelgewehr, ähnlich wie der Nadelwerfer. Zweifache Zoom-Kopfschusswaffe. Mehrere Projektile in einem ungeschützten Ziel lösen eine Explosion aus. Ja.
Okay, weiter geht's. Hackack. Wobei, sag mal, ich kann doch auch hinten rauf, oder? Hier hinten nicht, aber als Beifahrer. Dann müsste doch eigentlich hier Carter steuern. Ja? Boss, registriere mehr Aktivität im Osten. Macht auch einigermaßen gut. Ah, dieses Panzerungsschild. Scheiße. Ich werde beschossen. Ja. Das tat weh, glaube ich. Wo ist jetzt hin? Okay, ist down. Danke. Her damit. Das waren wohl alle, Lieutenant. Nicht alle? Warte mal, da höre ich noch was. Ja, nee. Verlagere die Stellung. Hat er gut gefunzt. So, dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Wie gab es... Ah ja, hier. Datenblatt. Sie töten uns und lassen uns sterben, obwohl sie Bescheid wissen. Aber sie lassen uns sterben. Warum? 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 Das kann ich dir leider auch nicht beantworten, mein Freund. Die Menschheit ist in vielen Hinsichten auch nicht besser. Gut, wir sind hier aber durch. Das heißt, wir können ja... Da müssen wir jetzt weiterfahren, ja. Weiter geht's. Aber ich steuere lieber. So. Boss, registriere mehr Aktivität im Osten. Sollte man sich ansehen. Roger 3, sind auf dem Weg. Ziele in Sicht. Wollen wir mal. Oh, das ist kein Grunt. Sehr schön. Oh, Herr George. Machen wir Feuer unterm Hintern da. Mit deinem dicken Gerät. Das ist sehr schlecht. Vor allem, weil jetzt eine Granate angesaust kommt. Ja, die geizen nicht mit den Granaten. Wunderschönes Ding. Was auch immer du meinst. Boss, wir empfangen ein Notsignal. Mayday, 3 Charlie 6, hört mich jemand? Wir wurden von Allianztruppen angegriffen. Die Allianz ist auf Reach. Wiederhole, die Allianz ist auf Reach. Die Soldaten. Los geht's, 6. Wir müssen herausfinden, wo der Notruf herkommt. Bei allem Respekt, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als Streuner aufzulesen? Niemand wird zurückgelassen. Ja. Sag Bescheid, wenn du sie siehst. Das ist mein Motto. Noble 1, mögliche Verbündete südlich ihrer Position unter Beschuss, over. Werden angegriffen. Wiederhole. Mayday, Mayday. 3 Charlie 6 werden von der Allianz angegriffen. Bin verletzt. Kann die Position nicht halten. Wir müssen die Soldaten finden. Ja, dann schnell dahin. Ab. Los, komm. Ja, das tut mir leid. Das passiert mir auch leider in anderen Spielen. Landungsschiff. Ah, okay, ja, ich komme, ich eile. Um Himmels Willen, bin gleich da.
Meine Truck hat ja schon eine ordentliche Geschwindigkeit am Start, so ist es nicht. Jawohl. Ja. Noble 3, Soldaten gefunden. Sofort evakuieren nötig. Beide Koordinaten. Verstanden, Kommandant. Verfärbt in Charlie 2 zurück. Auf Position bleiben. Weg hier um. Was? Meistgesuchter Verbrecher? Ballerhus? Okay. So, ich gebe euch schön Deckung hier und ihr... Okay, Faxendicke. Achtung, Noble 1. Habe Landungsschiffe der Allianz gesichtet. Transport, auf Distanz bleiben. Jawohl. Ich kann ja mit denen tauschen. Position halten. Landezone frei. Bitteschön. Spartans. Corporal Travis, Sir. 3 Charlie, es ist die Allianz. Wissen wir, Corporal. Holen wir sie hier raus. Designated Marksman Rifle. Dreifacher Zoom, Kopfschusswaffe. Genauigkeit hängt stark von Feuergeschwindigkeit ab. Ja, das sind eklige Waffen. Würde ich auch echt ein bisschen mehr in Deckung gehen, Leute. Ganz ehrlich. Oh, shit. Wenn ich getroffen werde, zoome ich sofort wieder raus. Aua, aua, aua. Oh, lass mich. Auf Deckung. Ja. Sehr gern sogar. Aua. Ja, es tut mir leid. Okay, der ist weg. Nein, 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 nein. Oh, wahnsinniger. Transport, Landezone frei. Evakuieren. Verstanden. Transport kommt. Boah. Pilot, nah dranbleiben. Auf feindlichen Luftangriff warten. Ich halte mich besser, als ich gedacht hätte. Gut. Hier war auch irgendwo noch... Ich glaube, hier war noch irgendwo noch eine Shotgun, oder nicht? Ich hatte hier mal irgendwann... War es nicht hier? Ich hätte schwören können, hier war irgendwo noch ein Soldat, der eine Shotgun hätte. Oder war das hier oben? Ah, da ist sie. Vor allem dieser... Oh, ich liebe den Sound auch. Und auch wieder hier wirklich lobenswert, die Musik. Bringt richtig Atmosphäre, richtig Spannung hier rein. So, ab in den Falcon. Wie landest du denn da? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kommst du überhaupt los oder stuckst du? Nee, okay. Ist da. Noble 2, Lagebericht. Wir sind an der Relaisstation. Tür ist verschlossen. Mit Sprengzünder versehen. Kannst du ihn umgehen? Ich schneide uns einen Weg rein. Wird aber etwas dauern. Okay, wir sind auf dem Weg zu euch. Sauber. Ja, eigentlich war Reach mal Bergbauplanet oder wurde als Bergbauplanet kolonisiert. Das sehr, sehr viel Vorkommen an Titanium beinhaltet. Und ja, sogar 70% des gesamten Planeten besteht aus Titanium. Dementsprechend ist es halt für... Alter, unten geht der richtig was ab. Nähern uns der Relaisstation. Für Industrie und Militär sehr, sehr wichtig. Landezone ist recht heiß, Sir. Landen Sie hier.
weiter geht's. Boah. Stehe unter Beschuss! Komm, den machen wir jetzt richtig Feuer unterm Arsch. Möchte aussteigen? Feinde, ganz in der Nähe. Hier, Tiger. Wie läuft's mit dir, Kate? Dauert doch etwas länger, Commander. Ja, war ja klar. Gut, dann hole ich mir mal oben das andere. Da gibt's nämlich ein anderes Fähigkeitsmodul, sag ich mal. Ich hoffe, ich komme da auch schnell genug noch. Oh Gott! Schnell genug hin. Und zwar hier. Panzerungsschild. Unverwundbar, wenn aktiviert. Jetzt müssen wir uns aber erstmal um die Kollegen hier kümmern. Ah. Jetzt schnell hier rein, weil... Boah, die machen Schaden. Eklig. Die Gegner sind halt auch nicht doof. Ach, da unten sind die auch! Aber dann könnte ich mich erstmal oben. Und dann um die hier unten. So, vielleicht hier noch was? Oh, das hat gesessen. Aua. Wir können rein, ja? Meine Herren. Nein, ich habe ja keinen Sprinten mehr. Rein hier! Oh, nicht sterben! Fuck! Ja, halt mir noch die Fresse dagegen. Achso, das bist du, George. Sorry, tut mir leid. Verzeihung. Boah, sauber. Verstanden. Gesichert. Ich sehe nichts. Noble 6, Nachtsicht einschalten. Ich sehe eigentlich ganz gut. Den Kontrollraum. Vorsicht. Aber ich habe auch Gamma hochgeknallt. Ja, ich würde sagen, wir sind erstmal in Sicherheit fürs Erste. Und können hier auch getrost dann mal einen Cut setzen. Ja, ich hoffe, euch hat trotzdem der erste Part gefallen. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, warum ist Reach so wichtig und möchtet ihr vielleicht mehr über diesen Planeten wissen? Gar nichts. Ich möchte hier nur in Ruhe zu Ende reden. Wenn ihr irgendwas über Waffen, über die Spezies wissen möchtet, egal was, könnt ihr mich auch über Handlungen ausfragen. Ich werde jede Frage, die ihr mir stellt, beantworten. Egal was. Sofern es irgendwas mit dem Halo-Universum zu tun hat, werde ich euch jede Frage beantworten. Also wenn ihr da Fragen habt, immer raus damit. Ne? Und an der Stelle werde ich jetzt einen Cut setzen. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde gleich im Anschluss den nächsten Part rausknallen, beziehungsweise drehen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar, euer Feedback und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es heißt, Let's Play Halo Reach, haut rein bis dann und ciao.